Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video, denn heute möchte ich euch meinen Unlock All Service bzw. wie man das heute nennt, Booster Service präsentieren. Und das Besondere hier Leute, es ist kein Service, wo ich einfach nur Werbung mache, nein, es ist tatsächlich ein Service, den ich selber betreibe. Sprich, die Bestellungen werde ich persönlich mit Gaming for Pride bearbeiten und fertigstellen. Aber gut Leute, was ist das denn jetzt für ein Service? Ich habe natürlich jetzt keine Kenntnisse von einer schicken, krassen Webseite und sonst irgendwas, deswegen habe ich hier einfach mal ein Google-Formular so gesehen erstellt, wo man die Bestellung abarbeiten kann. Aber Leute, das ist ja nichts Neues, denn damals hatte ich ja schon mal einen Service, einen richtigen Unlock-All-Service mit der jailbreakten PS3, die da oben in Rente ist. Denn ich hatte vor 3 Jahren, 4 Jahren circa ja auch so einen Service mal betrieben und das hat ja damals mit Google-Formular wunderbar funktioniert. Deswegen einfach nochmal ein Google-Formular. Aber gut Leute, was könnt ihr denn über diesen Service denn euch bestellen? Natürlich das Wichtigste in GTA, Geld. Ne? Ich meine, jeder braucht Geld, alles kostet Geld und alles wird teurer in GTA Online, leider. Aber auf jeden Fall können wir hier natürlich euch Geld auf dem Account beschaffen. Außerdem, Leute, gibt es hier sowas wie einen Carboost. Und dieser Carboost, Leute, umfasst praktisch alle Fahrzeuge, die es in GTA Online gibt. Bis hin von normalen Fahrzeugen, die natürlich gemoddet sind, bis hin zu Spezialfahrzeugen, die gemoddet sind, Nachtclubfahrzeuge, die gemoddet sind, Basisfahrzeuge, die gemoddet sind und natürlich Flugzeuge, die gemoddet sind. Ne? Das sind nur so Beispiele, die ihr euch so gesehen auf eurem Account beschaffen könnt. Und außerdem natürlich bieten wir auch einen RP-Service. Das bedeutet, wir leveln euren Account auf Level 100 bzw. Level 120, wenn ihr das braucht. Aber gut, Leute, das ist generell das, was wir anbieten. Und Leute, hier mache ich doch gerne deutlich, dass ich tatsächlich diese Bestellungen mit Gaming for Pride bearbeiten werde. Aber jetzt wisst ihr natürlich nicht, welche Fahrzeuge oder Flugzeuge bei diesen Carboost ihr bekommen könnt. Kein Problem, Leute, denn ich habe tatsächlich mit sehr, sehr viel Aufwand wohlgemerkt, meine ganzen Fahrzeuge abgescreenshottet, nummeriert, katalogisiert und natürlich auch hochgeladen. Und ihr könnt natürlich bei diesem Google-Formular, wenn ihr diese Bestellreiter geht, was ihr auch gerade im Hintergrund seht, werdet ihr dieses Video sehen, was ungelistet auf meinem Kanal hochgeladen ist. Und da könnt ihr euch mal die ganzen Fahrzeuge, Flugzeuge etc. anschauen. By the way, Leute, ich habe auch mal die Links zu diesen Videos auch jetzt in der Videobeschreibung gepackt, damit ihr sie auch einfach mal so ansehen könnt, falls ihr mal interessiert seid, für den nächsten Giftcast zu Friendstream zum Beispiel. Aber jetzt kommen natürlich vielleicht ein paar Fragen, Leute, so im Motto, ey, yo, wenn er diesen Service anbietet, lädt er jetzt keine Glitches mehr hoch oder was? Nein, keine Sorge, Leute, Glitches werde ich immer noch wie gewohnt hochladen, Leute. Da braucht ihr absolut keine Sorgen machen, ich bleibe ein Glitch-YouTuber so gesehen. Da wird es keine Veränderung geben. Dieser Service ist nur für die Leute gedacht, die diese Glitches einfach nicht hinbekommen oder keine Lust haben oder auch keine Zeit haben, diese Glitches zu machen. Gut, bei den Autos wohlgemerkt, da ist es tatsächlich schwieriger, die selbst zu glitchen, denn am Merchlich gibt es zum Beispiel gerade nicht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber gut, Leute, ich würde mal sagen, ihr könnt auch nochmal selbst in den Service mal reinschauen, mal durchklicken. Der Link natürlich ist auch in der Videobeschreibung, ist ja klar. Und Leute, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Service oder zu den Fahrzeugen oder zu irgendetwas, Leute, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare und ich werde sie auch gerne beantworten. Aber gut, Leute, das war's dann jetzt auch mit diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.